Hierhin. Ich höre, wir haben jetzt Gerhard Baum in Berlin. Ich grüße Sie. Hans-Dietrich Genscher ist gestorben. Wie haben Sie diese Nachricht aufgefasst? Mit großer Erschütterung, obwohl ich vorbereitet war. Ich war ja wie auch Klaus Kinkel bis zum Schluss bei ihm. Immer wieder habe ich ihn besucht, habe noch vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert. Er wurde immer schwächer. Aber wenn eine solche Nachricht eintrifft, dann erschüttert sie einen doch zutiefst. Und ich habe ihn, er war jahrzehntelang mein ein politischer Wegbegleiter, ja mehr. Er hat mich politisch geprägt, er war eine Art väterlicher Freund. Er hat mich ins Innenministerium geholt, er hat mir Vertrauen entgegengebracht. Er hat unsere Bürgerrechtspolitik immer gestützt. Er war für einen ganzheitlichen Liberalismus ein großer Liberaler und auch ein großer Europäer. 2+4, der eigentliche Friedensvertrag für Deutschland, ist sein Werk. Das KSZE-Abkommen 1971 ist sein Weg und hat sein Werk und hat den Weg geprägt zur Wiedervereinigung. Wiedervereinigung war sein Herzensanliegen. Wissen Sie, ich erinnere mich jetzt, wie ich mit ihm und Hirsch zusammen auf dem Marktplatz stand im November 1989 auf dem Marktplatz von Halle und er die Hallenser begrüßte als ein Mann, der in dieser Stadt geboren ist und nun das Ergebnis der Wiedervereinigung vor Augen hatte. Das waren wirklich bleibende, prägende Erinnerungen. Und was zu Russland zu sagen ist, er hat immer gesagt, wir müssen zu Russland wieder ein normales Verhältnis finden. Das geht so nicht. Auch hat er natürlich gesehen, dass Russland die Charta 90, deren Verwirklichung er immer wieder angemahnt hat, das war die Bestätigung des 2+4-Vertrages und vor allen Dingen auch des KSZE-Schlussabkommens. Wir müssen diese Charta wieder zum Leben erwecken und Russland einbeziehen. Und er war ein großer Europäer, hat sich große Sorgen gemacht um die Renationalisierungstendenzen, den Egoismus in Europa und hat auch uns, auch seiner Partei Mahn zugerufen, Europa ist eure Zukunft, ihr habt keine andere. Herr Baum, Sie waren im selben Kabinett mit Hans-Dietrich Genscher und Sie haben gesagt, er habe Sie auch geprägt, haben Sie gerade gesagt. Worin genau? Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, auch im politischen Stil. Beispielsweise war er ein Mann, der seinen politischen Gegner immer mit Respekt begegnet ist und sie nicht herabgesetzt hat. Er hat uns ermutigt, unsere Bürgerrechtspolitik, unsere Menschenrechtspolitik in der FDP nachdrücklich zu vertreten. Die FDP bestand ja nicht nur aus Lambsdorff und den wirtschaftsorientierten Liberalen, sondern auch den Sozialliberalen. Er hat mitgewirkt an dem großen, wichtigen Parteiprogramm von 1971, dem Freiburger Programm, einem Programm für einen sozialen Liberalismus. Er hat immer gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also Steuersenkungen bringen das nicht. Eine Partei muss überzeugender wirken, muss auch emotional die Menschen ansprechen. Und das hat er ja sein Leben lang gemacht, in vielen Wahlkämpfen und auch in Niederlagen hat er diese Position immer bewahrt. Sie waren zusammen mit Hans-Dietrich Genscher im Kabinett von Helmut Schmidt. Dann aber hat Hans-Dietrich Genscher die Partei sozusagen von der SPD weggeführt in Richtung CDU und hat dann die Koalition mit Helmut Kohl fortgeführt. Sie waren, ich sag mal gelinde gesagt, kein Freund davon. Sie waren ja eher der Linksliberale und Hans-Dietrich Genscher vielleicht, wenn man es so sagen kann, der Rechtsliberale. Also, worin bestanden die Unterschiede zwischen Ihnen und Hans-Dietrich Genscher? Also er war nicht rechtsliberal, er war wirklich rundum liberal. Die Unterschiede bestehen darin, dass wir die Art dieses Koalitionsbruchs verurteilt haben. Wir haben Herrn Schmidt das Misstrauen nicht ausgesprochen und Herrn Kohl nicht das Vertrauen ausgesprochen. Meine Freunde und ich damals, wir sahen das als einen Vertrauensbruch an gegenüber unseren Wählern, obwohl die Gründe auch bei der SPD lagen. Aber damals, wie das gehandhabt wurde, der Koalitionswechsel, da waren wir auseinander. Und ich habe dann auch mit meinen Freunden betrieben, seine Abwahl als Parteivorsitzender, das ist misslungen. Ich wurde dann sein Stellvertreter und wir haben viele Jahrzehnte weiterhin vertrauensvoll und sehr enger Freundschaft zusammengearbeitet.
Hans-Dietrich Genscher war bis 1998 Bundestagsabgeordneter. Bis 92 haben wir eben ja auch noch mal daran erinnert, Bundesaußenminister. Inwieweit hat er dann in der Zeit jenseits seiner aktiven politischen Zeit die Geschicke der FDP noch mitgestaltet? Und wie hat er vor allem den Zustand der FDP in den letzten Jahren selbst gesehen? Er hat den Zustand der FDP vor 2013. 2013 ist sie ja nicht wieder in den Bundestag gewählt worden, sehr kritisch gesehen. Er hat gewarnt vor dem Niedergang, er hat eine Existenzkrise gesehen und er hat gemahnt, doch die liberalen Wähler wieder zu gewinnen mit einer überzeugenden liberalen Politik, Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Das ist nicht gelungen. Aber jetzt, ich habe eben mit ihm nach der Landtagswahl noch intensiv telefoniert, sah er doch wieder Hoffnung. Und er hat großes Vertrauen in Lindner gesetzt und erwartet also, dass die FDP jetzt auch wieder zu einem umfassenden, glaubwürdigen Liberalismus zurückkehrt. Gerd Baum, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Danke.